Servus, liebe Freunde. Halli, hallo, herzlich willkommen. Der Kredit ist heute mal bei Null. Das habe ich gerade noch so irgendwie auf die Reihe gekriegt. War knapp, aber es hat funktioniert. Wir fahren jetzt erstmal zum Feld 8, werden dort die Düngung starten. Ansonsten, ja, beim letzten Mal haben wir die Schweine schon sehr gut versorgt. Da bin ich extremst froh drum, dass das so schön funktioniert hat. Und wenn die 8 jetzt läuft, gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Ich denke, wir werden unten die 20 dann mal einsehen, dass wir das auch in die Kette kriegen, wie man so schön sagt, ne? Auf die Kette kriegen heißt das. Boah, das ist so warm. Ich habe die Klimaanlage auf vollen Touren laufen. Wir haben 26 Grad. Ich war heute bei meinen Eltern in Mainz gewesen. Unterwegs habe ich fast einen halben Liter Powerade weggepumpt, weil es einfach zu warm war. So, den, jetzt war es natürlich auch praktisch. Moment, wir müssen nochmal da runter. Beziehungsweise da hoch. Wir müssen zum Landhandel. Da müssen wir erstmal den rausfahren. So, dann würde ich ganz gerne mir den Tanker holen. So, Dele. Und dann fahren wir einmal runter, die Tiere mit Wasser versorgen. Vorher machen wir aber dann doch erstmal die andere Geschichte, die wir noch haben. Das ist die Mähgeschichte. Wo steht denn hier? Ah, hier steht noch einer. Genau, hier haben wir noch Heu stehen. Das Heu, das packen wir mal in die Pelletpresse. Denn wir brauchen Heupellets. Ich glaube, Heupellets sind am wenigsten drin, ne? Ja. Heupellets sind am wenigsten drin. Das ist gut. So, dann schnappen wir uns. Wen schnappen wir uns denn? Am liebsten würde ich mir den Steier schnappen. Dann die Einsaat machen. So. Hier mal ein paar Heupellets machen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, weil der Steier hier gerade im Weg steht. Ganz toll. Das ist natürlich toll. Ein Stückchen weiter vor. Machen wir das zuerst. Stellen wir mal den Ladewagen hier auf die Seite. So, da hinten haben wir irgendwo die. Irgendwo haben wir die Kondor stehen. Ich glaube vorne beim Heu. Kann der nämlich schon mal mit der Einsaat hier loslegen. So, alles eingestellt haben wir. Brauchen eigentlich nur noch aufklappen und loslegen. Und Schweinchen sind wie gesagt jetzt schon ziemlich gut versorgt. Noch nicht perfekt, aber ziemlich gut. Das Wasser fehlt noch und dann ist alles soweit okay. Also ganz perfekt versorgen brauchen wir sie sowieso nicht, aber ich denke mal zumindest so, dass wir hier nach Möglichkeit alles in einem guten Bereich haben. So, geben wir das Heu schnell ab. So, dann kann das laufen. Das ist auch gut. So, ansonsten sind wir, glaube ich, überall gut dabei. Schauen wir gerade auf der 8, wie es da aussieht. Ja, das Düngen funktioniert. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Das läuft. So, das ist okay. Stellen wir den hier mal neben dran. Und schnappen uns mal den Ladewagen. So, und dann geht's ans Gras. Wir müssen ja wieder Heu produzieren. Dafür brauchen wir ein bisschen Gras. Und das kriegen wir eigentlich nur, habe ich irgendwo mal gelesen, ich bin mir aber nicht sicher, wenn man das einsammelt. Könnte jedenfalls einen Vorteil bedeuten. Nee, also wir werden auf alle Fälle mal so einen Hänger voll Gras machen. So, mal schauen, wo wir jetzt anfangen. Da unten dreht die Kondor gerade. Ich denke, das geht auch relativ schnell. Selbst mit dem großen Ladewagen müsste das jetzt schnell gehen, nach dem Mähen hier. So, wir machen schon mal an. Hier liegen auch immer noch so ein paar Büschel rum. Die will ich eigentlich nach Möglichkeit gerne mitnehmen. So, das ist jetzt noch einmal reinfahren in die Spur und dann kann es losgehen. So, jetzt können wir hier mal gucken. Das ist noch nicht mal eine volle Spur jetzt, aber es geht trotzdem ziemlich schnell. Das ist halt das Schöne. Mit dem anderen hätten wir jetzt halt doch deutlich öfter fahren müssen. Das geht jetzt hier ein bisschen angenehmer.
Also von daher kriegen wir das einiges lockerer über die Bühne. Wir gucken mal gerade wegen Missionen, wie es da aussieht. Wir haben jetzt noch eine Düngemission, danach ist nur noch, oh Gott, grubbern, grubbern, grubbern. Ich glaube, wir sollten dann echt überlegen, ob wir hier vielleicht doch noch schnell eine Erntemission einsammeln. Am besten wäre vielleicht sogar der Hafer auf der 18. Sobald die oben fertig ist, aber das dauert, glaube ich, noch, ne? Naja, 51%. Gut, aber die arbeitet. Das ist schon mal gut. Dann machen wir auf der 18 den Hafer. Das ist mit den 2 Mähdreschern, denke ich mal, eine gute Sache. Mit dem großen Kipper kriegen wir eine Menge rein. Da brauchen wir nicht dauernd hin und her fahren. Also wird das, denke ich mal, ein bisschen entspannter als bisher. Sollte es zumindest. So, aber selbst mit dem großen hier für 2 Spuren wird es trotzdem nicht reichen. Ne? Ist der Wahnsinn. Aber ist ja auch gut für uns. Ne? Also da kann man sagen, 50, 100, 150. Boah, 200.000 Liter kommen wieder rein. Das ist in Ordnung. Da sage ich mal Dankeschön für. So, einmal drehen. Ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Ich weiß. Irgendwann hole ich mir das auch noch. So, 2, 4, 5, 6 Spuren. Das heißt, 8 Spuren insgesamt. Ja, so. Das gibt sogar knapp an die 400.000 Liter, Freunde. Oh. Oh ja, das ist sehr angenehm. Oder um das in Daniels Währung zu sagen, das wären 100 Ballen. Das ist nicht ohne. Da können wir nicht meckern. Das heißt, wir kriegen 4 Ladewagen raus. Machen wir 3 Ladewagen Heu. Ein Ladewagen Silage. Weil, wie gesagt, Heu brauchen wir auf alle Fälle erstmal eine ganze Menge. Einmal für die Heupellets, einmal natürlich auch für die Kühe so. Denn das möchte ich dann auch mal so ein bisschen in die Puschen bringen. Wenn wir das dann oben haben, dann können wir auch sagen, wir packen alles in die Silage und werden dann dort einfach das Ganze dann verkaufen. Das ist dann nicht das Problem. Oh Mann, das gibt mehr als 400.000 Liter. Oh. Aber ist ja schön so. Kann ja so bleiben. Nichts dagegen. Alles gut. Nicht, dass jetzt einer denkt, ich beschwere mich oder sowas. So, die müsste doch da oben bald. Vorletzte Spur fängt sie jetzt an. Dann kann die nämlich die 17 düngen. Wir können die Erntemission auf der 18 machen, wenn, sofern sie denn noch verfügbar ist. Das hoffe ich natürlich. Das wäre gut. Weil das wird sich auf alle Fälle lohnen. So, da kommen wir wenigstens jetzt auch mal so mit den ganzen Arbeiten hier so ein bisschen zurande. Denn das sind alles Sachen, die haben wir jetzt die ganze Zeit so ein bisschen vernachlässigt, nur weil wir auf 2 Hinterrädern fahren. Und das will ich natürlich jetzt schauen, dass wir das noch ein bisschen wieder optimieren. Wir gucken mal gerade, was wir noch an Hackschnitzeln haben. Ich glaube, das ist nicht mehr allzu viel, ne? Ein bisschen was ist noch drin. Müssen wir mal gucken, ob das erstmal noch für eine Zeit lang ausreicht. Aber wir können wahrscheinlich sogar nur 2. Obwohl, der macht 100.000 Liter pro Stunde. Das müsste schnell gehen. Das müsste schnell gehen. Ja, wir gucken mal. Sonst, wenn der Heutrockner voll ist, dann fahren wir 2-mal Heu und 2-mal Silage, ist auch gut. Hauptsache, wir kriegen wieder so ein paar Liter rein. Das ist halt erstmal so das Wichtigste. So, Mist können wir dann irgendwann auch mal wieder eine Runde fahren. Aber das ist Zukunftsmusik, da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, dann starten wir mal hier in die Spur und werden dann gleich rüber wechseln. Ja, wir könnten theoretisch schon wieder mähen. Es macht natürlich jetzt noch keinen Sinn, klar, aber wow, ne? Also Gras, da reicht die eine Fläche hier dicker aus auf der 19. Ich wollte schon die 21 als Wiese machen. Mann, da wären wir gar nicht hinterhergekommen. Es hätte hinten und vorne nicht gereicht. Es wäre aber sowas von knapp geworden. Bis wir wahrscheinlich alles eingesammelt hätten, hätten wir schon wieder neu mähen können. Übertrieben gesagt, ne? So, gucken wir kurz. Mission 99%. Das heißt, wir switchen schon mal hoch. Die hat natürlich bestimmt wieder aufgehört, klar. Erfolgreich beendet ist anders. So, ich weiß nicht, wie viel wir noch fahren müssen. Wahrscheinlich auch wieder nur so ein paar Meter.
So, abgeschlossen. Gut. Dann beenden wir die Düngemission. Sonst ist nichts zum Düngen. Dann nehmen wir die Ernte auf der 18. Switchen runter zu unseren Mähdreschern. Und werden dann mit denen schon mal loslegen. So, läuft eigentlich ganz gut. 240.000 haben wir jetzt. Ich weiß noch nicht genau, was wir mit dem Geld anstellen, aber gut, es wird ja nicht schlecht, ne? Sagen wir mal so. Wir haben ja genug Möglichkeiten, wie wir das Geld vielleicht nutzen können. Mal gucken. Ich würde mir ja gern das Feld 15 kaufen. Das ist ja nochmal so ein richtig cooler Brummer, ne? Auf der einen Seite, wir machen so viel Geld mit Missionen. Also ich weiß schon bald gar nicht mehr, was wir machen sollen. Da müssen wir schon so mal ein bisschen gucken. Aber ich denke mal, Feld 15 wäre noch eine coole Sache. Das ist ein schönes, großes Feld. Und dann wüsste ich auch, auf was wir sparen. Oh ja, ich wüsste, auf was wir sparen. Oh, da hätte ich eine Idee. Die kostet, glaube ich, knapp 1 Million, aber das kriegen wir zusammen. Oh, das wäre eine coole Sache. So, Helfer Go. Den brauchen wir nicht, wir brauchen den hier. Und zwar nicht gegen den Baum, sondern hier drüben. Ah, ich glaube, hier müssen noch so der ein oder andere Baum gehen. Man sieht ja gar nichts hier. Man sieht gar nicht, wo man hinfährt. Das ist gar nicht gut. Ich meine, ich mag ja Bäume, aber nicht, wenn sie gerade da in der Ein- und Ausfahrtschneise sind, wo wir normal arbeiten. Das ist immer blöd. Aber gut, kriegen wir auch hin. Wie gesagt, wir haben ja den Häcksler, da können wir zur Not noch ein bisschen was machen. Wenn wir gleich ein bisschen Luft haben, können wir die Hackschnitzel noch runterbringen. Da haben wir dann auch noch die Möglichkeit, ein wenig zusätzlich den Heutrockner anzufeuern sozusagen. Das ist gut. Also verkaufen möchte ich die Hackschnitzel eigentlich nicht. Ich würde eigentlich ganz gern schauen, dass wir eher das hier für uns nutzen, weil so viel Geld bringt das nicht. Das können wir auch anderweitig nutzen. Njong. Hi Billy. So, den lassen wir hier oben starten. Ja, was? Wo ist mein Schatz? Ist hier noch warm? Klar, 27 Grad fast. Kein Wunder. Und das abends um 6 Uhr. Draußen ist noch 32 Grad. Das ist brutal. Aber gut, so ist das Leben. Ja, was machen wir als nächstes? Ach so, ich wollte noch etwas loswerden. Jo. Oh, hi. Ja, mein Schatz, dann gehen wir was futtern. So. Ich weiß, der bringt zwar ein paar mehr, aber egal, den verkaufen wir jetzt. So, den will ich weghaben. Animal. No. Was? Ich habe dir Fressen gegeben, ich habe dir alles da hingestellt, was du brauchst. Frisches Wasser kriegst du auch gleich noch. So, Hühner sind sauber. Gut, schnell mal erledigt. Was wir brauchen, wäre unser Truck noch. Müssen wir jetzt mal gerade gucken. Den haben wir hier oben irgendwo stehen. Der müsste eigentlich hier direkt um die Ecke stehen, oder? Da steht doch unser Truck. Da. Also, machen wir noch nicht Wasser, sondern machen wir erstmal Ernte. 18. Will den nur schon mal vorbereiten, dass wir da dann nicht auf einmal Gefahr laufen. Oh, Helfer hat einen Vollkorntank. Oh Mist, wir müssen ja noch. Das mit dem Wasser können wir noch machen. Die Tiere haben noch viel Wasser. Das ist jetzt noch kein absolut dringender Punkt. So, aber wir sollten den schon mal zur 18 bringen, dass wir vorbereitet sind. Dann, ich hatte eben noch eine Idee, was ich eigentlich machen wollte. Ist schon wieder weg. Ach so, ja, Ruby. Ruby auf die 17 zum Düngen. Genau. Dann sind nämlich unsere Felder soweit auch schon mal gleich gedüngt. Das ist sehr gut. Da hat sie eh ein bisschen zu tun. So. Gucken, wie der hier vorankommt. Weil 18 ist ja doch ein Tick größer. Das sieht gut aus.
Aber ich denke mal, der dürfte wahrscheinlich auch schon fast voll sein. Weil Hafer ist, glaube ich, auch vom Volumen her gar nicht mal so verkehrt, ne? Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Gott, guck mal, wie lang wir hier fahren. Mamma mia. Boah, das Feld ist so gigantisch. Aber das kostet nicht umsonst über 1 Million. Das ist schon übel. Und wir fahren hier mit 60. Also es ist nicht so, dass wir hier mit einem, was weiß ich, Farmall fahren oder sowas. Ne? Wir haben da schon eine relativ gute Maschine. Und der Hafer ist schon fast voll, der erste Kipper. Wow. Also der erste Mähdrescher. Kipper wird einen Moment dauern, aber das geht auch relativ zügig, glaube ich. So, das sieht gut aus. Lassen wir den gerade leer laufen. So, dann fahren wir gleich hoch, weil ich gehe mal von aus, der Kleine oben wird auch bald Unterstützung brauchen. Der ist auf der dritten Spur, wenn ich es richtig sehe. Ne, auf der 1, auf der 2. Doch, auf der dritten Spur ist er gleich fertig. Cool. Ist gleich an der dritten Spur fertig. Also er gibt sich ja Mühe, aber trotzdem diese 3 Meter mehr Arbeitsbreite, das wird man einfach merken. Das müssen wir auf alle Fälle irgendwie noch machen. An die Bäume gehe ich jetzt nicht. Ich wollte zur Ruby. Madame Ruby. So, einmal bitte runter. Oh, 493 Flüssigdünger. Das wird für die 17 nicht mehr reichen. Das ist doof. Dann müssen wir die wohl nochmal, bis der zusammengeklappt ist. Ne, da fahren wir hier oben rum. Da müssen wir nochmal nachfüllen. Aber gut. Ist ja nicht das Thema, ne? Dafür produzieren wir das Zeug. Ich denke, unsere Düngerproduktion hat auch in der Zeit jetzt schon ganz gut wieder aufholen können. Ah, Dünger hat aber jetzt gereicht für 3 große Felder. Das ist eigentlich nicht schlecht. Also zweimal die 8 plus einmal die 1. Wir gucken mal gerade, wie es in der Düngerproduktion aussieht. Flüssigdünger ist noch aktiv, hat aber schon wieder für ja, 2 Füllungen, fast 3 Füllungen, hat es noch drin. Also das ist alles gut. Kein Grund, sich jetzt zu stressen. Das ist schön. So, der da oben dürfte jetzt gleich in dem Übergang zum langen Stück sein beim Hafer. Und ich glaube, da bleibt eine ganze Menge für uns hängen, Freunde. Oh, ich denke, da bleibt viel übrig. So. Einmal bitte befüllen. Einmal bitte befüllen. Ja, können wir ruhig voll machen. Wir müssen dann unten die 20er später auch nochmal düngen. Und Unkraut müssen wir auch noch spritzen auf der 20. Aber dafür muss erstmal eine Wachstumsstufe durchlaufen. Wir haben also ein bisschen Zeit. Das ist also erstmal nicht das Thema. So, ich überlege gerade, wie wir hier starten. Ich würde sagen, wir fangen wieder hier an. Das kommt ganz gut. So, einmal senken das Baby. So, ja, so sieht das schon gut aus. Helfer Go. Die Spur findest du alleine. So, hier machen wir wieder Schweinefutterle. Das sieht gut aus. Mal so auf die Schnelle ein bisschen erledigen. Gut. So, mit dem können wir dann, denke ich mal, jetzt unseren Rostelmarsch mal abtanken. Mal schauen. Ich denke, der dürfte jetzt auch langsam schon einen ganz guten Füllstand haben. Oh, geht. Ist noch ein bisschen Luft, aber ist schön, wenn man es schon mal abfüllt, ne? Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Muss gerade mal gucken, wo müssen wir das eigentlich hinbringen? Ach, zum Restaurant natürlich. Aber das ist ja nicht so weit. Da unten ist ja schon im Prinzip direkt die 21, von daher sind wir da relativ zügig. Das geht. Gut, dann lassen wir den erstmal drehen. Baum weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt schon mit anfange. Hier bin ich gerade am Grübeln, da ist aber noch nichts Wirkliches. Wir können höchstens nochmal die Eier gerade nachfüllen, wenn wir gerade hier sind.
Oh, war nicht viel, ne? War nicht wirklich viel. Na gut, das hat Zeit. Ach, ich immer mit dem falschen Gewicht hier. Mit dem falschen Abkippen hier. Das ist echt blöd. So, läuft eigentlich die Spritproduktion noch? Die ist deaktiviert. Methanol fehlt. Oh. Methanol fehlt. Das ist nicht gut. Wir brauchen wieder Methanol. Ja. Ja. Dann holen wir gleich noch eine Runde Methanol. Jetzt würde ich sagen, schieben wir erstmal das hier rein. Dann kann der den abladen, abtanken sozusagen. Gut. Wo haben wir eigentlich unsere Ballengabel? Oder Palettengabel? Die müsste doch irgendwo da drüben stehen. Dann organisieren wir da schnell mal eine. Na, wo ist sie? Haben wir die woanders hingestellt? Oh. Palettengabel vermisst. Wo haben wir die hingepackt? Oh, Mann, hier, wir haben da noch eine, oder? Wir müssen noch eine Palettengabel haben. Da. So, und wie kann ich die jetzt... Ich will die nicht verkaufen, ich will die orten. Ich will rausfinden, wo die ist. Nein, 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 da sowieso nicht. Das ist der Elektro. Palettenanhänger. Wo haben wir denn die? Ne, da ist es auch nicht. Wo haben wir die Palettengabel denn? Da unten irgendwo stehen etwa? Ich hoffe nicht. Kehrmaschine, Kehrmaschine. Das ist Förderbandgeschichte. Universalschaufel. Ich suche gerade unsere Palettengabel. Das ist ungünstig. Das ist ungünstig. Ich weiß nicht, wo die Palettengabel hin haben. Oh oh. Das ist jetzt aber sehr seltsam. Mist, wo haben wir die hingestellt? Irgendwo steht die bestimmt rum, aber... Oder ist das hier unten? Das könnte sein. Gucken, haben wir irgendwas unten gerade stehen? So, Einsatz fertig, das ist gut. Thema erledigt. Dann gucken wir hier unten schnell mal, ob wir die hier unten stehen haben. Oder ob wir da noch eine stehen haben, sage ich mal so rum. Das ist der Entaster. Da steht keine. Okay. Das ist doof. Helfer, ihr habt einen vollen Korntank. Kümmern wir uns gleich drum. Wo zum Henker haben wir diese Palettengabel? Und um sie zu resetten, muss man sie ja auch erstmal finden. Das ist das nächste Problem. Das geht nicht so einfach. Da müssen wir abtanken gleich. Bam, bam, bam. Bin jetzt gerade ein wenig irritiert. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wo wir das Kerlchen haben. Upsi. Ist natürlich nicht so toll. Das ist nicht ganz so toll. So, jetzt gerade nochmal die Augen aufhalten. Da haben wir sie auch nicht. Da ist er auch nicht drin. Aber wo zur Hölle ist die Palettengabel? Das gibt's doch nicht. Die kann ja nicht weg sein. Wenn wir eine haben, müssen wir sie irgendwo finden. So, jetzt müssen wir erstmal abtanken. Viel wichtiger. Einmal abtanken, bitte. Danke, bitte. Wie sieht es bei dir aus? Du fährst da runter. Ich hoffe, du hast noch nicht jetzt einen vollen Korntank. Wir müssen nämlich jetzt erstmal da runter. Sehr strange. Na gut, wird sich dann finden. Methanol brauchen wir jetzt nicht zwingend sofort. Wir haben da noch ein bisschen Luft. Das geht noch einigermaßen so. Zweite Spur fertig, dritte Spur am Laufen. Und da steht, glaube ich, perfekt, dass wir Helfer B die Arbeit erfolgreich beendet. Okay, das dürfte die Ruby sein. Ich weiß nicht, ob wir die von hier sehen können, aber die müsste irgendwo da unten stehen. Ah, nee, Feld 17, da. Ganz hinten irgendwo. Müssen wir gucken. Aber kein Problem. So. Gucken wir mal. Ruby, mein Schatzel. Du hast wieder fast alles erwischt, aber nicht ganz alles, ne? Nur so fast alles.
Nein, du sollst jetzt nicht hier schräg fahren, du sollst gerade fahren. Genau. Wenn ich jetzt wüsste, wo wir diese blöde Gabel haben. Keine Ahnung. So, das läuft. Ja. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, wo wir den hinstellen. Ich will jetzt noch mal gucken. Das lässt mir jetzt irgendwie keine Ruhe. Da haben wir noch ein bisschen Dünger. Wo haben wir denn diese komische Palettengabel? Wir hatten die doch eigentlich am Anfang immer hier in die Ecke gestellt, ne? Ach, da unten ist sie drin. Da guckt sie raus. Alter, wie soll ich die denn finden, ne? Wie soll ich die denn finden, bitte? Ich bin mal gespannt, ob wir die jetzt ankuppeln können. Die ist irgendwo im Boden drin. Oh, tatsächlich. Da ist er. Das gibt's nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Ah, na gut, aber wir haben sie gefunden. Alles okay. Dann können wir auch noch mal unseren Methanol-Tank holen. Unverständlich. Wie kann die im Boden da einfach? Also, da würde ich ja vor Scham im Boden versinken, buchstäblich. So, wir brauchen Methanol. Ein Tank reicht. So. Gut, dann können wir da erstmal arbeiten. Bam, bam. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein bisschen Getreide. Müssen wir auch gleich mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir den Lizard stehen haben. Den benötigen wir dann auch. Weil das wird ja unser, ups, unser neuer Hoftraktor sozusagen. So, schauen, ob wir das so auf Anhieb hinkriegen. Wahrscheinlich eher nicht. Doch, gut, geht. So, das ist nämlich das nächste Thema. Lizard brauchen wir für Getreide. Um die Saatgutproduktion dann noch ein bisschen aufzufrischen. Wir haben zwar noch einiges drin, aber ich würde das trotzdem ganz gerne voll machen. Wären wir ganz recht. So, schauen wir mal, wie das jetzt mit dem Methanol läuft. Können wir schon mal Ausschau halten nach Lizard? Lizard nicht hier oben? Nein. Vielleicht steht er irgendwo im Kuhstall noch rum. Das müssen wir gucken. So, Methanol. Einmal bitte dorthin. Und bitte nicht wieder den tankenden Methanol-Tanz. Tank spielen da, den tanzenden Methanol-Tank so rum. So, dann stellen wir die Gabel jetzt aber mal vorne hin. Aber wir müssen, bevor wir das machen, gerade schnell abtanken. Natürlich ist jetzt der obere voll, so muss es sein. Immer schön abwechselnd. Fahren wir mal hier hinter. Na, wahrscheinlich dreht er jetzt gleich und ist dann voll. Ne, der hat schon vollen Kontakt. Toll. Und da steht Ruby. Das ist gut. Okay, dann haben wir das soweit am Laufen. Würde ich sagen, nachdem der andere eh voll ist, tanken wir jetzt erstmal hier unseren Case ab. Zudle. Also den Warrior in allen Ehren, aber irgendwie ist der von der Leistung nicht so der Renner, ne? Ich muss jetzt gerade mal was gucken. Tut mir leid, Freunde. Der Warrior hat 460 PS. Ja, da gibt es deutlich stärkere. 600 PS. So, sowas hier, Roadrunner, das wäre vielleicht nicht schlecht, weil mit den 400 PS, der quält sich schon so ein bisschen, ne? Aber gut, jetzt nutzen wir ihn erstmal. Bis jetzt sieht er ja, macht er ja seinen Job ordentlich, also da brauchen wir nicht meckern. So, der, wie voll bist du? Und dann gucken wir nämlich, dass der gleich durcharbeiten kann. Ah, es geht. Ist noch nicht. Wie so dreiviertels voll, so 60, 65, 70% schätze ich mal. Aber das nehmen wir natürlich gleich mit. Damit er hier durchrödeln kann. Der hat hier die größere Arbeitsbreite. Das geht dann noch schneller. Ja, und ihr seht, wir kriegen jetzt schon richtig was zusammen, ne? Normalerweise wäre jetzt der Big Body gleich voll. Wir haben jetzt gerade mal eine Kammer. Das ist schon nicht ohne. So, leer. Ah, die Kammer ist voll. Okay.
Ja, geht viel. So, dann fahren wir hoch zum Rostelmarsch und werden den noch abtanken. Wie gesagt, der Abfahrweg ist nicht so weit, aber natürlich würde ich das schon mit einem vollen Kipper machen, dass wir das so gut wie möglich ausnutzen können. Alles andere, glaube ich, macht nicht viel Sinn. Ist nur unnötig Fahrerei. So. Dann dapseln wir mal hier runter. Wie rum stehst du? Natürlich auch so. Sehr blöd. Andersrum wäre mal schön gewesen, hätte man gerade stehen lassen können, aber so müssen wir dann doch noch mal ein Äuglein drauf halten. So, aber in der Zeit können wir mal gerade hier durchgucken. Das passt soweit. Da hinten ist er nicht. Hier legen wir jetzt mal die Gabel schnell ab. So, hoffentlich bleibt die jetzt auch dann da liegen. Wäre sonst blöd. So, ist eine coole Sache gerade. Wir haben 18 Uhr Ingame und wir haben 18 Uhr im Real Life. Das ist sehr, sehr schön. Selten, dass sowas mal passiert oder dass man das mitbekommt, sag ich mal. Ich glaube, hier können wir noch mal ein bisschen Silage abfahren. So, der hat jetzt wieder ein bisschen Kapazität. Der Methanol-Tank, der entleert sich gar nicht. Warum? Was ist los? Was los, Freund? 179 Liter. Was mit dem Rest? Kein Bock. Ach, nö. Ich dachte, wenn wir den da hinstellen, tankt er sich automatisch ab. Anscheinend nicht. Dann müssen wir nochmal gucken, was da das Problem ist. Warum das nicht funktioniert. Aber er steht am richtigen Platz, ne? Ja. Neunundneunzig Liter, was ist da los? Boah, das sind so Sachen, die braucht kein Mensch, oder? Ah. LVE wird durch ein Objekt blockiert, das ist klar. Da stehen wir jetzt ein bisschen im Weg. Bin aber schon auf dem Weg, mich aus dem Weg zu machen. Ja, lässt mich gerade noch durch, danke. Zu freundlich. So, gucken, wo ist unser Großer? Sehe ich jetzt hier nicht. Der könnte mit viel Glück unten sein. Dann würden wir jetzt gerade mal in die richtige Richtung fahren zum Abtanken. Ich glaube, da vorne fährt er. Das ist gut. Also langsam kriegen wir jetzt den ersten Kipper dann doch voll. So, und ich sehe gerade, wir sind noch am Ende der Folge. Das heißt, wir werden den jetzt noch schnell abtanken. Und dann sind wir durch für heute. Ich denke, wir haben heute eine ganze Menge geschafft. Haben vielleicht jetzt nicht das große Geld verdient, aber 245.000 ist okay. Dagegen kann man erstmal nichts sagen. So, bis der gedreht hat, kümmern wir uns kurz um Ruby. Die bereiten wir schon mal dann vor, dass wir mit der runterfahren können in der nächsten Folge oder übernächsten, je nachdem, was wir sie brauchen. Flüssigdünger wird definitiv reichen. So, in der Zeit. Achso, wir fahren ja eh in die richtige Richtung. Das ist gut. Wir fahren sowieso in die richtige Richtung. Sehr schön. So, Mission geht gut voran. Wie gesagt, die wird natürlich ein bisschen dauern. Aber ich liebäugel echt noch damit, ja, dann doch eher lieber einen zweiten Case zu holen noch. Damit wir solche Ernten besser rumkriegen. Das sind die größten Maschinen. Schneller geht's nicht. Aber. Case zu Rostelmasch ist natürlich dann doch nochmal ein Unterschied. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt. So. Das müssen wir, wie gesagt, dann nochmal durchrechnen. Wird um die 500.000 Euro kosten. Das geht. Das dürften wir relativ schnell drin haben, das Geld. Vor allem, wenn wir ein bisschen Luft haben. Weil dann können wir noch ein paar Strohpellets fahren. Dann ist das, glaube ich, relativ zügig vom Tisch, das Thema. So, einmal bitte abtanken. Boah, hier kommt richtig dick Hafer rein. Also dafür, dass der nicht so ein ganz hohes Erntevolumen hat, geht der doch schon ganz gut ab. Zumindest auf der 18. Aber ich glaube, auf der 18 geht jede Fruchtsorte gut ab.
Ich will nicht wissen, wie viele Zuckerrüben oder Kartoffeln hier rauskommen. Ich glaube, da sind wir hier nur noch am Fluchen und dauernd am Abfahren. Überleg die 21, das war schon eine richtige Tortur, die im Prinzip sozusagen fertig zu machen, ne, mit Zuckerrüben. Und die 21 ist im Vergleich relativ klein. Da ist nicht wirklich viel im Vergleich zu hier. So, dann sind wir durch für heute. Ja, der ist auch bei 42%, kommt aber eigentlich ganz gut voran, hat schon eine gute Ecke erledigt. Und in dem Sinn sage ich für heute aber erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.